Shalom, Shalom. Ja, wollen wir weitermachen mit den Gleichnissen. Denn, wisst ihr, ich, zum Beispiel, wie Jesus mich gerufen hat zu predigen, da habe ich gesagt, Herr, ich bin ja keine Theologin, ich habe das nie studiert. Dann hat er gesagt, das macht nichts. Ich habe auch nie studiert. Aber ich kann Geschichten erzählen und du kannst auch Geschichten erzählen. Und so predige ich auch sehr viel in Gleichnissen oder eben in Geschichten. Und das kannst du auch. Und da möchte ich jetzt heute zwei weitere vorlesen. Im Matthäusevangelium, das ist Kapitel 13, Vers 44, bis 50. Das Reich der Himmel. Wisst ihr, hier geht es um mehr als nur die persönliche Erlösung. Hier geht es, damit wir die Herrschaft auf dieser Welt übernehmen. Und zwar die Herrschaft Gottes, wo wir Christus erlauben, durch uns die Werke des Teufels zu zerstören und sein Reich zu bauen. Und da steht in Matthäus 13, 44, das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte, dass sie dann, als es voll war, ans Ufer heraufzogen, und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Faulen warfen sie hinaus. So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Habt ihr dies alles verstanden? Sie sagten zu ihm, ja. Er aber sprach zu ihnen, darum ist jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Reiches der Himmel geworden ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Ja, ihr Lieben, zu dem ersten, da das ein verborgener Schatz in einem Acker, da kann ich mich erinnern an einen Mann, der hat seinem Sohn ins Testament geschrieben, in dem und dem Acker liegt ein besonderer Schatz. Du wirst ihn finden, wenn du ihn suchst. Und dieser junge Mann war natürlich total gespannt, wo der Schatz ist. Und er hat den Acker einige Male umgegraben und konnte eigentlich nicht einen spürbaren Schatz finden. Aber ich sag's euch, die Ernte, die er aus diesem Acker bekommen hat, war umwerfend. Also durch sein Suchen und durch sein Umgraben des Ackers wurde dieser Boden neu fruchtbar und hat ganz viel Frucht getragen. Aber jetzt mit der Perle. Wisst ihr, Perlen sind für mich faszinierende Edelsteine. Es ist die einzige Edelstein, der noch lebt. Ich trage deshalb auch sehr gerne Perlen. Und zwar, eine Perle entsteht durch Irritation. In eine Muschel, die ganz weiches Fleisch hat, kommt ein Sandkorn. Die Muschel spuckt es nicht aus, sondern sie nimmt es an. Sie nimmt diese Irritation an. Und da fängt an, dieses Sandkorn zu umwickeln. Und es wird eine wunderschöne Perle. Ihr Lieben, alle unsere Irritationen in unserem Leben, wenn wir sie aus Gottes Hand annehmen und sagen, okay Herr, du hast es zugelassen, ich nehme die Situation an, zeige mir jetzt, wie ich daraus eine Perle machen kann. Und ich garantiere dir, wenn du diese Situation umwickelst, mit Worten des Lebens, mit Lobpreis, mit Danksagung, wirst du entdecken, dass es letztendlich eine unwahrscheinlich schöne Perle geworden ist. Ja, dann auch mit dem Netz, das dann ins Meer geworfen wurde,
Das ist wieder ein Zeichen, dass wir werden, auch in unseren Gemeinden und überall, werden wir faule Fische haben und gute Fische. Aber in der Endzeit wird die Aussonderung kommen. Da heißt es, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte. Dass sie dann, als es voll war, ans Ufer raufzogen und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Faulen warfen sie hinaus. So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Ja, wir können uns selbst täuschen, wir können auch die anderen Menschen täuschen. Aber wisst ihr, die Realität unseres geistlichen Seins macht sich erst bemerkbar unter Druck, unter hohem Druck. Und da frage ich mich, wie viele von denen, die sich Christen nennen, werden dem Druck, der noch auf uns zukommt, standhalten können und nicht umfallen. Wir haben heute Hausgottesdienst gehabt mit meinen Kindern, meinen Mitbewohnern in meiner Familie. Und da haben wir gesprochen, dass wir wirklich auf Zeiten zugehen, die nicht einfach ausschauen. Wir haben Offenbarung 13 gelesen. Und dass auch wahrscheinlich noch Verfolgung kommt. Und dann haben wir auch das Wort gelesen, dass sie ihn überwunden haben, die Gläubigen haben ihn überwunden, den Feind, den Teufel, durch ihr Zeugnis, durch das Blut Jesu Christi und weil sie ihr Leben nicht lieb gehabt haben bis in den Tod. Da habe ich meine Kinder gefragt, was bedeutet das für euch? Ja, Mama, das heißt, dass wir auch vielleicht sterben müssen für Jesus. Ich sage, genau so. Sind wir dazu bereit? Wisst ihr, bis zum dreijährigen Kind haben alle gesagt, ja Mama, wir wollen sterben. Wir wollen nicht dem Antichristen folgen. Wir wollen nicht den Chip bekommen. Wir wollen nicht mit diesem Regime kooperieren, wo die Zahl für jeden dann 666 ist. Alle haben sie gesagt, wir sind bereit. Und ich glaube, dass Gott uns riesige Gnade schenken wird, wenn es zu dem kommen sollte. Ich kann mich noch erinnern an dem Tag, wo ich bedingungslos mein Leben Jesus übergeben habe. Da war zuerst große Freude und dann kurz danach, wow, ich sage, Herr, wenn das bedeutet, dass ich jetzt als Märtyrerin sterben soll, dann habe ich keine Garantie, du weißt genau, ich leide nicht sehr gerne. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du mir hier deine Offenbarung gibst. Da hat er gesagt, Maria, ich bin schon einmal für dich gestorben. Und wann das mein Plan wäre für dich, gebe ich dir meine Gnade und würde es in dir, mit dir und durch dich noch einmal machen. Ich habe keine Angst. Und ich sage euch, ich vertraue, dass dann, wisst ihr, der Feind kann uns nur wehtun, wo noch Fleisch ist. Wenn der Feind dich verletzt und es blutet in deiner Seele, dann weißt du, er hat Fleisch erwischt. Also er hat noch etwas erwischt in deinem Leben, was unabhängig von der Kraft Gottes arbeitet. Dann kannst du nur dankbar sein. Ich glaube, dass bei Daniel, der Gott angerufen hat und sich total Gott anvertraut hat und Gott um alles gebeten hat und der das sogar bei offenem Fenster gemacht hat, er wusste, dass er abgehört wird. Viele von uns werden abgehört, ich werde auch schon abgehört. Und trotzdem hat er gebetet und an seinen Gott sich gewandt. Und dann haben sie ihn in die Löwengrube geworfen. Aber wisst ihr, diese Löwen haben kein Fleisch mehr gerochen. Das war für sie nichts mehr, was man fressen kann. Nur was Fleisch ist, kann der Feind noch stören. Beim Geist, da schnappt er nur Luft.
Und so rate ich euch, bitte den Herrn Jesus, dass er euch so durch und durch prüft, ob da noch irgendwelche Wege der Pein sind, dass ihr jeder Situation in Jesus, in seiner Gegenwart, in seiner Kraft, in seiner Gnade dem Bösen widerstehen könnt. Darum bitte ich den Herrn. Ja, heute machen wir ein kurzes Video, YouTube, aber bitte doch den Herrn, wo da bei dir noch etwas ist, wovor du ganz große Angst hast, und bring das zum Herrn. Denn Angst, ihr Lieben, auf Englisch so wunderbar, fear, false evidence appearing real. Falsche Beweise erscheinen uns als real. Angst ist die Sprache des Feindes. Glaube ist die Sprache Gottes. Lerne die neue Sprache. Die neue Sprache ist alle Verheißungen, die Gott in seinem Wort dir offenbart, die gehören dir. Steh darauf. Gott kann nicht lügen. Und Gott wird immer treu sein. Dann möchte ich euch, und Gott macht keine Fehler. Da möchte ich euch jetzt noch eine Geschichte vorlesen, die mich sehr bewegt hat und auch richtig zum Schmunzeln gebracht hat, denn Gott macht wirklich keine Fehler. Und da möchte ich noch ein Kapitel aus meinem Buch, Komm in deine Bestimmung. Gott hat dich als Original erschaffen, stirb nicht als Kopie. Möchte ich euch im 7. Kapitel Folgendes vorlesen. Im Hebräer 11,6 heißt es, ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen. Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Wenn wir in unsere Bestimmung durchbrechen wollen, dann müssen wir von ganzem Herzen überzeugt sein, dass es Gott immer gut mit uns meint, auch wenn wir nicht alles verstehen, was uns widerfährt. Und Gott macht keine Fehler. Das haben schon manche Leute zu mir gesagt und ich bin überzeugt, es stimmt. Gott macht keine Fehler. So, und da möchte ich euch eine kleine Geschichte vorlesen, dass Gott es immer richtig macht. Ein großer König hatte einen treuen Diener. Dieser war von der Güte Gottes völlig überzeugt, ganz gleich was geschah. Und immer wieder sagte er zu seinem Herrn, mein König sei nie entmutigt, denn alles, was Gott tut, ist perfekt. Er macht nie einen Fehler. Eines Tages gingen sie auf die Jagd und ein wildes Tier griff den König an. Dem Diener gelang es, das wilde Tier zu töten, aber er konnte nicht verhindern, dass der König dabei einen Finger verlor. Zornig und ohne die geringste Dankbarkeit, dass der Diener ihm das Leben gerettet hatte, schrie der König, ist Gott gut? Wenn er gut wäre, dann hätte er verhindert, dass mich das wilde Tier angreift und vor allem hätte er verhindert, dass ich einen Finger verliere. Der Diener antwortete, mein König, trotz all dieser Geschehnisse kann ich immer nur wieder sagen, dass Gott gut ist. Und er weiß, warum er etwas zulässt. Gott ist perfekt und er macht nie einen Fehler. Überschäumend vor Zorn über diese Antwort ließ der König den Diener ins Gefängnis werfen. Einige Zeit später ging der König wieder jagen und geriet in eine Horde von Menschenfressern, die ein Opfer suchten. Als er schon auf dem Altar angebunden lag, um geopfert zu werden, entdeckten sie, dass ihm ein Finger fehlte. Sofort lösten sie die Stricke und der König wurde freigelassen. Das Opfer musste ohne Makel und Tadel sein. Nach seiner Rückkehr ließ der König den Diener aus dem Gefängnis holen und empfing ihn mit viel Wärme und Dankbarkeit. Mein Lieber, Gott war wirklich gut zu mir auf dieser Jagd. Sie wollten mich gerade töten, als sie entdeckten, dass mir ein Finger fehlt. Da ließen sie mich wieder frei. Aber jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn Gott so gut ist, warum hat er dann erlaubt, dass ich dich ins Gefängnis gesteckt habe? Mein lieber König, wenn ich mit dir auf dieser Jagd gewesen wäre, dann hätten sie mich an deiner Stelle geopfert.
denn mir fehlt kein Finger. Darum will ich nochmals betonen, Gott ist immer gut. Er weiß, was er tut und macht nie einen Fehler. Amen. Schon oft in meinem Leben habe ich gesagt, lieber Gott, du hast verheißen, dass denen, die dich lieben und dir vertrauen, alles, ich meine alles, zum Besten zusammenwirken wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass aus dieser Situation, in der ich gerade jetzt stecke, noch etwas Gutes herauskommen kann. Aber das ist nicht mein Problem. Du hast dich verpflichtet, da etwas Gutes daraus zu machen, und ich vertraue dir und ich glaube dir und ich danke dir jetzt schon für das Gute. Und ihr Lieben, bisher hat er alles, alles noch zum Besten gewendet. Und das ist für mich ein ganz großes Geschenk. Und wisst ihr, mit jeder Situation, wo ich entdeckt habe, wow, nie hätte ich ahnen können, wie Gott aus dieser Situation noch etwas Gutes machen kann. Nur ein kleines Beispiel. Ich war ja 15 Jahre in Amerika, war sehr glücklich. Dort war die USA noch anders als jetzt, vor vielen Jahren. Und es war mein Traum, meine Pensionierung in Amerika zu verbringen. Ich hatte schon ein schönes Grundstück an einem See und wollte mich dort niederlassen. Und Gott hat alle Pläne durchkreuzt. Ich muss euch ehrlich sagen, ich war sauer. Ich habe gesagt, lieber Gott, das war jetzt nicht lieb von dir, denn das war ein Traum von mir. Und ich habe so leise gehört, aber ich habe einen besseren. Aber das konnte ich mir nicht vorstellen. Wisst ihr, oft sind wir mit einem Lutscher, und Gott sagt, ich habe jetzt ein Eis, ja, ein Eis mit Sahne für dich, und wir lassen den Lutscher nicht los. Auf jeden Fall, ich habe losgelassen. Und jetzt hat Gott mich in meiner vorgerückten Jugend nach Afrika geführt, dem sichersten, schönsten, reichsten Kontinent dieser Welt. Und ich bin so, so dankbar, dass Gott meine Pläne durchkreuzt hat und dass ich hier sein darf mit diesen wunderbaren Menschen, die bisher die letzten waren. Aber ihr werdet euch wundern, Afrika geht stark nach oben. Sie waren die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Und ich darf jetzt in diesem Kontinent leben und freue mich jeden Tag über meine ugandische Staatsbürgerschaft, die Gott mir in seiner Gnade geschenkt hat. Shalom, Shalom.